Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Spezialausgabe von Monas Cake Paradise zur Advents- und Weihnachtszeit. Ich bin Mona Asker, ich bin Pianistin und in meiner Freizeit backe ich wahnsinnig gerne. An Weihnachten finde ich nicht nur Plätzchen toll, ich mag auch wahnsinnig gern Brownies und ich zeige euch heute, wie man daraus ganz süße Rentiere machen kann. Und dazu spiele ich ein Stück von Franz Schubert. Als Zutaten brauchen wir Butter, Zartbitterschokolade, braunen Zucker, 3 Eier, Mehl, Backpulver, Salz und Vanilleextrakt. Und als Deko brauchen wir Salzbreten, Schokolinsen, Zuckeraugen und ein bisschen Zartbitterschokolade. Als erstes schmelzen wir die Butter in einem Topf. Und wenn die Butter geschmolzen ist, dann kommen noch 150 Gramm Zartbitterschokolade hinzu. Als nächstes mixen wir den braunen Zucker, die Eier und das Vanilleextrakt. Und zwar so lange, bis es richtig schaumig wird. Und jetzt mischen wir die Schokobutter unter. So. Und das kommt jetzt für 30 Minuten in den Ofen. Zu Weihnachten singe ich normalerweise immer in der Weihnachtsmette im Chor mit, aber dieses Jahr muss es ja leider ausfallen und deswegen wollte ich gerne ein Stück nehmen, was ursprünglich vom Gesang kommt. Daher habe ich mich für das Ständchen von Schubert entschieden und es ist auch eins meiner Lieblingsstücke. Nachdem der Brownie jetzt komplett abgekühlt ist, werde ich ihn jetzt in ungefähr 10 Teile zurechtschneiden. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Zartbitterschokolade geschmolzen und nutze es als Kleber. Und zwar nehme ich erst die Augen. So. Dann kommt hier ein Klecks für die Nase. Dann breche ich die Brezel in zwei. Drehe sie um und dann klebe ich sie hier drauf. Voilà, ein Rentier. Und das sind die fertigen Rentiere. Vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen ein bisschen Weihnachten geteilt habt bei Monas Cake Paradise, bei Sweetspot, dem jungen Magazin vom BR Classic. Kommt gesund ins neue Jahr und hoffentlich bis ganz bald.